Heute wird es grossartig, hast du gewusst? Ja, schon allein das Wetter spielt mit. Und wir gehen auf die Great Ocean Road. Das sollte die schönste Strasse sein von Australien. Wir legen den ersten Stopp ein auf der Great Ocean Road. Wir sind jetzt gespannt, ob uns das Australien voll überzeugt. Endlich verwünschen wir mal einen schönen Tag hier in Australien. Schönes Wetter, Sonnenschein und die Aussicht. Die Küste ist erschafft worden durch die Wellen, die mit voller Kraft gegen die Küste prallen. Das ist auch sehr faszinierend, wenn man dort weiter schaut. Einfach weiss, da kommt es einfach meilenlang nichts. Was eigentlich auch enorm spannend ist an dieser Great Ocean Road, ist, dass der Weg jeweils zu der Sehenswürdigkeit, also vor dem Lookout, sieht immer relativ langweilig aus und auch sehr unspektakulär. Da läuft man jeweils dann führen und man muss immer zuerst überlegen, ja, lohnt sich das, den Weg jetzt da führen zu laufen? Aber bis jetzt sind wir jeden Weg führen gelaufen und also jeder Weg hat sich gelohnt. Ich meine, schaut euch das Ziel an. Im 1990, im Januar, waren die zwei Steinformationen noch zusammengehangen. Und dann ist plötzlich der eine Felsen runtergekracht. Und es sind tatsächlich noch zwei Personen auf dieser Insel dort hinten, die sie dann mit dem Helikopter retten mussten. Ein bisschen Stop and Go und Stop and Go auf dieser Great Ocean Road. Du kannst alle 200 Meter wieder anhalten. Wir hatten gerade eine Premiere. Magic Mike und Chip and Dale sind ein. Wir haben uns endlich Kleider vom Oberkörper rissen und uns brünen, weil endlich die Temperaturen in Australien so sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Miesmuschel auf der Welt. Da wachsen sie jetzt sozusagen an. Irgendwann, wenn sie genug gross sind, dann landen sie bei mir auf dem Teller mit einer Portion Spaghetti. Perfetto! Jetzt wären wir hier am Turi Hauptattraktionsort 12 Apostel. Und man sieht auch, es hat extrem viel Autos, das heisst, wir erwarten mal extrem viele Menschen. Und dort, was schön ist auf der Welt, hat es auch viele Leute. Ich weiss, sind es schon mal in so einem All-Inclusive-Hotel gewesen. Genau die gleichen Leute hat es jetzt so hier. So die lustige, komische. Mit den Socken und den Sandalen. Genau. Von der Great Ocean Road. Nochmal wunderschöne rot eingefärbte Felsen als Abschluss und jetzt geht's weiter auf Melbourne. This is absolutely amazing! Go!
gorgeous! Look at it! Cannot breathe anymore! This is the end of Great Ocean Road! What are you doing now? I don't know what to do now. Go home!